Warum du als IT-Experte es unbedingt vermeiden solltest, Online-Coachings One-to-Many zu buchen, am besten noch hochpreisige, ja, 5.000 bis 10.000 Euro oder vielleicht sogar mehr auszugeben für so ein Coaching und dann am Ende deine Zeit mit Dingen zu vergeuden, die überhaupt nicht Teil deiner Kernkompetenz sind und du einfach nur Geld, Zeit und Energie verbrennst. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich weiß, es ist ein sehr beinhartes Statement für dieses Video. Mein Name ist, wenn du mich noch nicht kennst, Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung für IT-Experten, für die IT-Branche generell, für groß bis kleine Firmen. Und ja, dieses Video ist für dich explizit. Hab mir sehr gut überlegt, was ich in diesem Video reinpacken werde. Wird absolut interessant. Gib mir da schon mal einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du IT-Experte bist. Und wie gesagt, ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, dieses Video ist für Leute, die auf einem Expertenniveau sind. Ganz nochmal ganz kurz, manche wissen gar nicht, auf welchem Niveau sie eigentlich sind oder wie sie es am besten herausfinden. Expertenniveau in der IT-Branche, beispielsweise Softwareentwickler, sind diejenigen, und ich weiß es deswegen so gut, weil ich ja quasi diesen Match ständig mache, also quasi Firmen, die gute Softwareentwickler suchen und die beiden eben zusammenbringe. Ich bin kein Headhunter, sondern bin letztendlich Experte für die Neukundengewinnung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Falls du mich noch nicht kennst, Expertenlevel bedeutet, hier ist eine Firma, die braucht Softwareentwicklung. Du bist Experte in Softwareentwicklung. Du gehst zur Firma und programmierst da nicht irgendwas runter, was dir vorgegeben wird, sondern du gehst zur Firma und gibst Dinge vor. Ja, du trainierst vielleicht sogar Leute, du schaust auf bestehenden Code, ja, machst Code-Reviews, machst Analyse-Workshops, ja, bringst quasi Expertise mit in dieses Unternehmen, mit in dieses bestehende Entwicklerteam, mit in diese bestehenden IT-Landschaften, mit in diese bestehenden Software-Fleckenteppiche meistens und so weiter, Konsolidierungsprojekte, Replatforming etc. etc., you name it. Das heißt, du bringst hier Know-how mit rein, ja, von Adlerperspektive, von High Level bis hin auch zu granularen Levels, ja, und anstelle von, im Gegensatz zu kein Expertenstatus, vielleicht fortgeschrittener Programmierer oder Junior-Programmierer oder was auch immer, du programmierst letztendlich das, was dir ein anderer aufträgt zu programmieren. Und das ist ja auch häufig genau das Problem, dass du dann nie rauskommst wirklich, weil nur sehr schwierig, weil genau das die Jobs sind, die du ja quasi so easy und so einfach über Personalvermittler und Recruiting Agencies bekommst. Und diese sehr high level, ja, wo quasi auch ein Know-how-Transfer erwartet wird, also wo high expectations eben auch sind, dass du eben da auch quasi, ja, wie soll ich sagen, Betriebsblindheit ist auch so ein schönes Wort, ein Stück weit vorsorgst oder dezimierst, falls welche vorherrscht, und in den meisten Firmen herrscht welche vor, und noch eine ganze Menge von mehr Dingen, also nur ganz kurz zur Erinnerung, falls du dir nicht ganz bewusst dessen bist, was eigentlich letztendlich ein Expertenlevel ist oder wie man den einfach definiert. Dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht, dazu einfach auf meinem YouTube-Kanal schauen oder einfach auch in meiner Akademie beziehungsweise mit mir einfach einen Call buchen, können wir auch darüber sprechen, ja, um dich einfach nochmal ganz kurz im Markt richtig einzuordnen bezüglich dem, was du tust und auf welchem Level du eigentlich bist, meiner Meinung nach dann. Und es ist ganz, ganz wichtig, es gibt natürlich dann auch innerhalb der Softwareentwicklung natürlich Bereiche, wo du nicht so ein Expertenlevel hast, ja. Und ich spreche hier aber explizit von diesem Bereich, in dem du Expertenlevel hast, ja. Ich spreche jetzt nicht unbedingt vom Expertenstatus, das hängt immer damit zusammen, wie du von draußen aktuell, wie deine Wahrnehmung ist, wie du aktuell wahrgenommen wirst draußen im Markt. Das kann natürlich sein, dass du als Nicht-Experte wahrgenommen wirst oder als, sagen wir mal, weit unter 100 Euro, um konkret zu werden, weit unter 100 Euro Stundensatz hast, aber trotzdem einen sehr hohen Experten-Level hast, aber schaffst es eben nicht, dich entsprechend zu vermarkten und dich anzubieten bei den richtigen Kunden und schon gar nicht direkt. Und dann bist du hier in diesem Video eben genau richtig. Und diese Personen, wenn du dich jetzt quasi bis hier noch dabei warst im Video und dich angesprochen fühlst, dann bist du hier genau richtig. Und diese Personen, die sind eben bei Online-Coachings und noch dazu One-to-Many absolut fehl am Platze.
Und ich möchte hier einfach mal in dieser ein, vielleicht werden es zwei, drei Teile, weil die Videos sind wahrscheinlich etwas länger. Wir sind jetzt schon bei 5 Minuten. So ausführlich und so präzise, aber auch so prägnant wie irgendwie möglich hier, hier mal wiedergeben. Denn es ist so unfassbar wichtig für dich als IT-Experte, Softwareentwickler, you name it, ja, PO, Project Manager, was auch immer, dass du das wirklich verstehst. Denn es ist nicht nur so, dass du quasi in diesen Online-One-to-Many-Coachings mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit deine Zeit verschwendest und damit dein Geld und deine Energie verbrennst für nichts, sondern es ist auch sogar noch wahrscheinlich, dass es vielleicht sogar noch kontraproduktiv ist, was du da zum Besten gibst, welchen Input du da gibst, ja, in diese Coachings. Aber da mache ich eben noch eine gesenderte Sektion dazu, ganz, ganz konkret. Ich sehe es immer wieder, dass dann einfach du in einem Gruppencoaching drin bist, wo du unfassbare Expertise hast und die du zum Besten gibst. Und dann werden diese Gruppen-Live-Coachings dann auch noch aufgezeichnet und dann schauen sich natürlich irgendwie, du produzierst quasi deinen eigenen Mitbewerb dadurch. Ja? Hast aber kein einziges deiner eigentlichen Probleme, wie zum Beispiel Vertrieb und Marketing, gelöst. Ja? Und fütterst letztendlich dieses Coaching-Programm mit deinem Wissen dafür, dass du auch noch 10.000 Euro investiert hast, um dieses Coaching-Programm teilnehmen zu dürfen. Und es gibt da nur einen einzigen Gewinner und einen, der sich ganz besonders freut. Das ist der ganz an der Spitze. Der Inhaber des Coaching-Programms, der fährt Porsche. Ja, schön. Okay, also da mache ich nochmal gesondert ein Video drüber. Und hier in diesem Video möchte ich einfach mal anfangen mit einem ganz konkreten Rechenbeispiel. Okay, sind wir soweit? Auf geht's. Erstmal einen Schluck Wasser. Jo, konkretes Rechenbeispiel. Und ich spreche halt, wie gesagt, aus Erfahrung. Ich mache mal alles auf Rot. Das ist ja auch ein sehr rotes Thema hier. Sehr prägnant. Wir sprechen jetzt hier mal also das Coaching und zwar von Thema Kosten. Ja? Und Kosten können sein, ich mache es mal ganz kurz zur Wiederholung, habe ich auch schon viele Videos gemacht, bitte einfach auf meinem YouTube-Kanal mal nachforschen. Kosten sind letztendlich, egal wie du es drehst und wendest, es gibt nur 3 Arten von Kosten, ja, auf die alles, was du tust und egal was du tust, hinaus. Und das eine ist eben Geld, das andere ist Zeit, ja, und das andere ist eben Energie. Ja, okay, und darum geht's. Wie setzt du effizient dein Geld, deine Zeit, deine Energie ein, ja, weil egal vom absoluten Bettler auf der Straße bis hin zum Multimilliardär, wir haben alle nur diese 3 Arten von Ressourcen, ja, ich hätte hier eigentlich Ressourcen reinschreiben müssen, ja, Ressourcen, okay. Das sind diese 3 Arten von Ressourcen und egal welchen Mensch, wir alle haben nur 24 Stunden zur Verfügung, wir alle brauchen Geld, um zu investieren und wir haben entweder zu viel Geld oder zu viel Zeit, nur sehr selten beides, ja, und genau, und das sind die Dinge und vorweg noch ein Tipp, den hätte ich eigentlich ganz am Anfang sagen sollen, aber den sage ich jetzt nochmal. Ein ganz, ganz, ganz essentieller Fehler, ja, den ich sehe bei diesen IT-Leitern und IT-Experten, die in diesem Online-Coaching-Programm hier sind, One-to-Many, ist, dass sie in der Regel ist der Status quo so, dass sie quasi Expertenlevel sehr hoch, aber Expertenstatus sehr niedrig. Sprich, sie haben Expertenlevel, sie könnten locker 150 Euro Stundensatz haben da draußen, 200 Euro, vielleicht 300 Euro Stundensatz. Sie kriegen aber nur unter 100 Euro Stundensatz, weil sie häufig abhängig sind von Recruitern, von Personalabteilungen, keinen direkten Zugang haben zu Kunden und die essen einfach quasi die Benchmarken nicht einfach gegenüber weniger guten IT-Experten und weil du keinen direkten Zugang hast, musst du einfach die Aufträge nehmen, die dir gegeben werden und fertig. Punkt, Ausschluss, basta. Ja? Und wenn du dann quasi jetzt völlig verzweifelt um Hilfe suchst und siehst so eine schöne, geile Werbeanzeige, ja, und kommst dann in so ein Coaching-Programm rein, one too many, ja, und denkst dir, wow, das ist die Rettung, ja, und gehst da rein, dann geht's los. Und das werde ich hier in diesem Video noch alles genau beschreiben.
was du nicht tun solltest, aber was du dann wahrscheinlich dort erleben würdest oder schon erlebt hast. Eine Sache bitte mach dir ganz von Anfang an klar. Trenne Privatzeit, deine Privatzeit von deiner beruflichen Zeit. Alles, was du in diesem Online-Coaching machst und One-to-Many, selbst wenn du jetzt gerade in so einem Programm drin bist, machst meine Werte oder was auch immer, alles, was du in diesem Coaching machst, ist deine Business-Zeit. Das ist nicht deine private Zeit. Okay? Trenne ganz, ganz strikt. Hoffentlich kommt niemand zur Tür rein, wenn ich so rumschreie. Trenne ganz, ganz strikt. Privat von Businesszeit. Das ist sowas von wichtig. Ich sehe das so häufig in diesen Masterminds und so weiter, wo ich mich auch weiterbilde und so weiter. Da sehe ich dann auch immer mal wieder einen IT-Experten. Ja, einer, der quasi sehr hohen Expertenlevel hat und sehr niedrigen Expertenstatus im Markt. Und dann vermischt sich das. Dann werden einem gegenseitig Tipps gegeben zu irgendwelchen Themen, zu denen man eigentlich gar keine Ahnung hat. Wird sich untereinander ausgetauscht mit irgendwelchen Leuten, die quasi selber pleite sind, innerhalb der Community, Facebook-Gruppen, etc., etc. Da wird dann einfach so viel Zeit rausgehauen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja? Für nicht produzierende Einkommen. Und das alles dient nur diesem Online-Coaching-Programm, dass dort Informationen gefüttert wird, dass dort in der Facebook-Gruppe Interaktionen gefüttert wird, dass dort quasi was passiert, kurzum gesagt. Dass die Leute, wenn die da reinkommen, sehen, oh, hier sind so viele Kommentare, hier so viele Tipps und hier so viele Erfolgsstories und das und hier und dort und so weiter. Aber für dich persönlich bringt dich null weiter. Das macht dich nur abhängig. Du musst dann immer wieder da reinschauen in die Gruppe. Ah, oh, wer hat schon wieder was gepostet, ja? Und hier geliked und hier da und blablabla, ja? Du brauchst einen fucking Fokus, ja? Als Unternehmer, oder wenn du ein Unternehmer werden willst, ja? Das heißt, das Erste ist, trenne ganz, ganz strikt, privat von Businesszeit, ganz strikt. Und jetzt machst du Folgendes. Jetzt sagst du, aktuell, das ist ja dein Problem und der Grund, warum du dieses Video guckst, aktuell verdiene ich nur 85 Euro durchschnittlich als IT-Experte. Ich habe aber, weil ich so einen niedrigen IT-Expertenstatus habe, ich habe aber hier Expertenlevel und der Expertenlevel, der ist mir 100, sagen wir mal, 150 Euro wert. Ich bin 150 Euro wert. Euro. Währung, europäische Währung. Okay? Meinetwegen 150 Dollar, 150 Pfund, je nachdem 150 Schweizer Franken, je nachdem, wo du gerade sitzt. Ja? Das ist mein Stundenwert. Und alles, was ich in Businesszeit, privat, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, ist eine andere Geschichte. Ja? Wenn du welche hast, oder mit deinem Hund. Aber alles, was ich in Businesszeit einsetze, von diesem Moment an verrechne ich mit 150 Euro. Und ich wäge ab, ist das, was ich jetzt gerade tue, irgendwie in den Facebook-Gruppen, Online-Coaching, hier irgendwie im Live-Call, da eine Stunde warten, dass ich für 10 Minuten meine Frage stellen kann. Alles, was ich mache, was mit meinem Business zu tun hat, verdammt nochmal, ja, verrechne ich mit 150 Euro. Wir könnten sogar so weit gehen, wenn du jetzt sagen wir mal sagst, auch wenn du auf so einem CIO-Level bist, also schon quasi 20 Jahre, 30 Jahre IT-Erfahrung und mehr, könnten wir hier auch ganz locker sagen, 250 Euro. Ja? Ja? Also das sind ungefähr 1850 Euro Tagessatz. Das ist ein ganz guter, machbarer Tagessatz für dich. Und das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz, wenn du jetzt da mit irgendjemandem da rumquatscht und was weiß ich oder hier eine Stunde lang quasi in einem Live-Call irgendwie mal warten musst, bis du überhaupt deine Frage stellen darfst, sind schon wieder 250 Euro verloren, die du nicht produzieren konntest, okay? Das ist mal das Ganze hier mal gleich vorweg, so, okay? Ganz, ganz wichtig zu verstehen, deine Stunde ist von diesem Moment an diesen Betrag wert, den fixierst du für dich und alles, was du da jetzt auf dich zukommt und was nicht dieses Geld bringt, ja, weg, 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 ja, ganz, ganz konkret, ganz präzise. Okay, und jetzt hat, sagen wir mal, okay, du hast also hier das Online-Coaching.
Wir sagen jetzt mal, es gibt ja da diese verschiedenen Stufen. Ja, es gibt so diese erste Stufe von Online-Coachings. Die sind so zwischen 5 und 10k. Wir machen jetzt hier einen Mittelwert immer draus. Das ist 7,5k. Dann musst du sagen, okay, das ist das, damit du überhaupt hier reinkommst. Ja, also was ist das jetzt nochmal? Hier, das ist die FB-Gruppe in der Regel, Facebook-Gruppe, dann ein Online-Kurs. Ja, wo du einfach Filmchen anguckst mit Checklisten und so ein Gedöns. Und dann, hey, ich schaue mir ständig Online-Kurse an. Ja, also ich habe nichts gegen Online-Kurse. Nur, da komme ich gleich noch dazu. Okay. Online-Kurs, ja genau, Q&A. Q&A, Live-Call. Das sind dann so, ja, manchmal nur ein paar, manchmal mehr, also ich sage mal 5-mal die Woche. Okay, die gehen jeweils so 1 bis 2 Stunden. Und ganz, ganz wichtig, wir können jetzt hier schon mal sagen, das ist so der Betrag, den du zahlen musst in Euro, um hier Access, um da reinzukommen. Dann gibt es natürlich die nächste Stufe, ja, dann hast du ein bisschen exklusiveres Umfeld oder was weiß ich, das ist dann so ab, sag mal, zwischen 18 und 30.000 Euro im Monat, ja, und dann gibt es so die Masterminds, die starten dann noch höher und so weiter, ja, also, oder kannst auch zum der Kräuter gehen, das ist dann alles nochmal ein Stück höher, dann geht es dann erst ab 20.000 los oder so, keine Ahnung. Okay, ganz, ganz wichtig zu verstehen, an dieser Stelle, und das ist der absolute, da wird mir echt kotzübel, wenn ich das immer wieder sehe mit IT-Leuten, weil ich bin ja hier auch quasi beim Meetup, treffe ich immer wieder IT-Leute, die dann auch so in so Online-Coachings sind und völlig unzufrieden dann da sind. Also die werden da reinverkauft über geniale, und das muss man schon zugutehalten, diese Online-Coaching, da Inhaber und so, die haben geniale Marketer, ne? Deswegen ziehen die ja die Leute da rein. Aber wenn sie erstmal drin sind eine Zeit lang, dann kommt meistens das böse Erwachen oder sie checken es gar nicht. Das ist noch schlimmer. Ist folgendes, dass sie hier, wir gehen jetzt mal von diesem Case aus, du hast 7.500 Euro investiert in dieses Online-Coaching. Und jetzt denkst du dir, ja, ja, 7.500 Euro ist eine Menge Holz, aber ich kriege ja auch was dafür und das, was ich dafür kriege, ist dann ein Vielfaches von dem, was ich da jetzt investiert habe. Und das ist schon der erste Fehlannahme, denn dieses Online-Coaching kostet dich nicht nur 7.500 Euro. Nein, nein. Wir wissen ja, deine Zeit ist hier zwischen 150 und 250 Euro wert als IT-Experte. Und erinnere dich, ganz am Anfang von dem Video habe ich gesagt, dieses Video ist für IT-Experten. IT-Experten, dessen Stunde, Expertenlevel, im Schnitt 200 Euro wert ist. Ja, das ist jetzt kein Käse. Das ist tatsächlich so. So ein CIO-Interim, so ein PO oder sowas, 200 Euro die Stunde, das ist der Durchschnitt. Das sind so 1500 Euro, 1500 bis 1800 Euro Tagessatz. Das ist ein ganz stinknormaler Tagessatz. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwas Übertriebenes oder irgendwie eine Marketing-Geschrei oder Botschaft. Und damit musst du deine Zeit verrechnen. Jetzt geht es darum, dass du ja, wir erinnern uns, der ganze Aufwand, dieser ganze Terz, der Grund ist der, dass du Expertenstatus, sehr niedrig, schlechte Aufträge, Expertenlevel aber sehr hoch. Wir wollen also deinen Expertenstatus auch sehr hoch machen, mindestens so hoch wie dein Expertenlevel. Vielleicht Expertenstatus noch höher, dass dein Expertenlevel noch höher geht und so weiter und so weiter. Und das geht nur mit Direct Vertrieb und Marketing, das heißt direkten Zugriff zum Markt. Und den hoffst du dir jetzt zu erarbeiten über dieses Coaching-Programm. Jetzt gehst du in dieses Coaching-Programm rein. Jetzt gibt es mal, du bist hier in der Facebook-Gruppe, du tauschst dich aus mit irgendwelchen anderen Leuten, die meisten sind gar nicht auf deinem Level. Ja, weil die meisten, und das, ich meine, diese Online-Coachings, die sind gut. Die sind absolut sinnvoll für Leute, die nicht diesen Expertenlevel haben, sondern die noch ganz unten sind. Aber für Leute mit Expertenlevel, da bist du dann einer von wenigen. Das heißt, es gibt so einen Spruch, wenn du der
klügste Mann im Raum bist, dann bist du im absolut falschen Raum. Ja? Verstehst du, was ich meine? Und dann bist du dort, also bist in der Facebook-Gruppe, die hilft dir nicht wirklich weiter. Es bist eher du derjenige, der Leuten weiterhilft. Ja? Also es gibt Zahl dafür, dass du Leuten auch noch weiterhilfst. Und ich weiß, von was ich rede, weil das ist mir schon so häufig passiert, dass ich dann in diesen teilweise Live-Coachings drin bin oder Facebook-Gruppen. Und mir wird ständig irgendwie, hey Thomas, wie siehst du das? Welche Erfahrung hast du? Wie machst du das mit der Neukundengewinnung in deiner Branche? Und ich bin dann am Coachen, dafür, dass ich Geld bezahlt habe, coache ich auch noch andere Leute. Ich coache quasi auch noch dafür, dass ich dort 7.500 Euro geblecht habe. Ja? Also totale, und ich habe das auch bei anderen IT-Experten. Ja, das ist das eine, die Facebook-Gruppe kann dir absolut nicht weiterhelfen. Online-Kurse, ich kann dir eins sagen, es gibt geile Online-Kurse, aber es gibt auch geile Online-Kurse auf Udemy, die kosten 19 Euro. Ja? Also, abgesehen davon, ich habe keinen IT-Experten oder IT-Unternehmer, der vielleicht sogar schon Mitarbeiter hat, getroffen, der die Zeit hätte, sich stundenlang Online-Kurse anzuschauen. Du wirst meistens da reinverkauft, und ich habe mit Dutzenden schon gesprochen, du wirst meistens reinverkauft und dann bist du völlig Ding und dann schaust du ein paar Online-Kurse an und denkst dir, boah, krass, das dauert ja irgendwie 70 Stunden, habe keine Zeit. Okay, jetzt sagen wir mal so, die FB-Gruppe, die Facebook-Gruppe klaut dir irgendwie Zeit, sagen wir mal 5 Stunden die Woche. Na, du bist aber trotzdem, wirst schon ein bisschen süchtig geworden, aber hey, 5 bis 10 Stunden. Der Online-Kurs klaut dir auch wieder Zeit, ja, sagen wir mal, mindestens 5 Stunden die Woche. Wenn das Programm, sagen wir mal, 3 Monate geht, 6 Monate, okay, klaut dir auch Zeit. Wir wissen ja hier, Zeit, Geld, Energie, ja. Ganz, ganz wichtig, Zeit, Geld, Energie, ja. Dann Live-Call. Der Live-Call klaut dir auch Zeit, weil da geht eine Stunde, bis du mal drankommst, wenn du Glück hast, kommst du dran, eine Viertelstunde kannst du kurz eine Frage stellen, die dann aufgezeichnet wird, wo du letztendlich dann teilweise dir Fragen gestellt werden, wo du dann eigentlich letztendlich die Community mehr wiederum fütterst, also das gleiche Prinzip wie Facebook. Als Experte in einer Community, wo nur wenige da auf deinem Level sind, baust du letztendlich auch über diese Live-Calls, die aufgezeichnet werden, letztendlich die ganze Community auf. Das heißt, klaut dir auch noch Zeit. Wir wissen ja, du bist auf 200 Euro. Sagen wir mal, Durchschnitt 200 Euro ist deine Zeit wert, eine Stunde. Dann sagst du hier, ja, mein Gott, 5 Live-Calls, haben wir hier unten gesagt, 1 bis 2 Stunden, blablabla, sagen wir mal, 5 Stunden die Woche, für die Live-Calls wendest du auch nochmal 5 Stunden die Woche auf. Da sind wir schon bei 15 Stunden die Woche. Okay? Jetzt bist du im, ganz clever im Live-Call und hast, stellst deine ersten Fragen. Meistens, ganz ehrlich, in der Regel ist der Coach niedriger wie du, wenn du Experte bist. In dem, was du fragst, weil du bist der Experte in deinem Bereich, das heißt, der fragt erstmal dich aus. Dann gibst du deine ganzen Insights, es wird, wie gesagt, im Live-Call aufgecallt. Dann am Ende, sagen wir mal, okay, gibt er dir eine Aufgabe. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Und ich mache das mal hier schwarz. In diesem Live-Call schickt dich der Coach auf eine Reise. Und ich stelle es hier mal so bildlich dar. Es soll ein Schiff sein, mit einem Schornstein. Der schickt dich auf eine Reise. Und der sagt zum Beispiel, gewinne erstmal Marktkenntnis. Das heißt, er gibt dir eine Aufgabe. Ja, sagen wir mal so 20 Gespräche mit der Zielgruppe zum Beispiel. Und um diese 20 Gespräche mit der Zielgruppe zu erlangen, ja, das kann sein, dass du überhaupt noch gar keine Übung hast in diesem zum Beispiel Ding, dann sagt er, okay, das Beste, was du tun kannst, ist LinkedIn und da mach mal Social Selling.
Weil so Cold Call mit Telefon, das ist immer so eklig und so unangenehm und mach Social Selling, das ist ein gutes Buzz, das ist jetzt ein neues, modernes Ding. Und das ist cool, Social Selling ist okay. Also das nutzen wir auch in meiner Agentur, ja, und das kann man schon auch gerne nutzen, das ist schon okay. Aber du als IT-Experte hast ja von Social Selling erstmal gar keine Ahnung. Und auch wenn du dir ein paar Kurse dazu anschaust, in der Praxis, dir fehlt die Praxis, ganz einfach. Du musst beim Social Selling unterschiedliche Texte schreiben, die aufeinander logisch, chronologisch aufgebaut sind und so weiter. Social Selling ist nichts anderes als wie ein nicht automatisierter, ich würde dir nicht raten, das zu stark zu automatisieren, ja, weil dann würde ich vielleicht LinkedIn sperren oder rausschmeißen, ist letztendlich ein nicht automatisierter automatisierter Newsletter. Ja. Das heißt nicht, du schreibst ja da irgendwelche Nachrichten über halt LinkedIn, ja, ist ja auch nichts anderes groß wie jetzt halt über E-Mail, ja, ist halt über LinkedIn, ja. Deswegen hast du da ein paar Vorteile, aber du hast es noch nie gemacht und das ist genau der Punkt. Du tust hier die ganze Zeit mit Sachen rum, die nicht deiner Kernkompetenz angehören. Und das ist das, was ich hier ganz am Anfang gesagt habe. Deine Kosten, jetzt bitte ganz genau aufhören, jetzt werde ich wieder mal ein bisschen lauter. Deine Kosten, du bist IT-Experte, buchst dir ein Coaching um über Vertrieb und Marketing und so weiter den direkten Weg. Und dann sagen die zu dir, weil die machen ja nichts für dich. Ja, das sind ja die sogenannten Online-Coaching-Unternehmensberater. Ja, die sagen, ja, so und so, mach das mal. Ja, das funktioniert für alle gleich. Weil die haben ja in der Regel nicht nur IT-Experten, die genauso Probleme haben wie du. Die wollen ja skalieren und möglichst hoch und schnell und alles. Unsere Methoden, unsere Leitfäden und das und unsere Social Selling und so weiter, das funktioniert für dich, passt. Ja, mach das mal, üb das mal. Und dann gehst du raus und willst mit 20 Leuten sprechen. Insofern 20 Leute Gespräche mit deiner Zielgruppe überhaupt statistisch Relevanz haben. Vielleicht brauchst du ja 100 Gespräche. Vielleicht 200 oder vielleicht solltest du mit jemandem wie mich zusammenarbeiten, der im Jahr 3000 hat und das schon seit 10 Jahren. You see what I'm getting? Verstehst du, wohin ich will? In welche Richtung? Du investierst erstmal in unserem Showcase 7500 Euro für dieses Programm, indem du vielleicht auch noch quasi hier als Experte auch noch das Programm sozusagen mit aufbaust. Ja, dafür, dass du 7.500 Euro zahlst, investierst dann hier für diese drei, Dinger 15 Stunden die Woche, dann hier in dem Live-Call, für den du auch schon Zeit investiert hast, dann sagt der Coach, naja, jetzt trage ich dir eine Aufgabe, mach mal hier Social Selling, ja, sagst du, okay, 20, wie lange dauert das? Dann sagt er, maximal 2 Stunden Arbeit am Tag, 6 bis 8 Wochen, dann hast du deine 20 Gespräche. Okay, du bist völlig ungeübt in Social Selling, hast du ein paar Kurse reingezogen, aber mach mal, probier das mal. Okay, mal angenommen, du packst es. 20 Gespräche, gesetzt im Fall, die reichen überhaupt aus, um eine aussagekräftige, um deine komplette Strategie für deine Zukunft, für deine Existenz aufzubauen. 20 Gespräche, reichen die wirklich aus? Okay, sagen wir mal, 20 Gespräche reichen aus. Ich hoffe, du bemerkst meinen ironischen Unterton. 20 Gespräche, brauchst du 8 Wochen, am Tag 2 Stunden, 2 mal 5 sind 10, sind 40, sind 80 Stunden. Ja, um es besser ein bisschen mehr aufzurunden, weil ich kann dir versprechen, es dauert wahrscheinlich mehr wie 2 Stunden, dass du diese 20 Gespräche bekommst, sagen wir mal 100 Stunden. 100 Stunden, mein Lieber, wir wissen ja, deinen Stundensatz, wir haben ja quasi, das ist, ja, du bist 200 Euro wert, mein Lieber. Sind wir mal hier bei 100, dann machen wir hier eine 2 draus und nochmal 2 Nullen dran, sind wir bei 20.000 Euro, die du in Form von Zeit und Energie investiert hast, umgewandelt, in Euro wären das 20.000 Euro, allein nur die Aufgabe, die dir der Coach aus dem Online-Coaching One-to-Many, wo du auch noch reinfütterst, aufgetragen hat für die nächsten 8 Wochen, für das Programm, für das du ja sowieso schon 7.500 Euro bezahlt hast, ist nochmal ein Gegenwert, ich weiß nicht, ob du den Begriff Opportunity Cost kennst, google den mal, von 20.000 Euro.
Also du hast hier 20k. Kannst du schon mal abziehen von deiner Bilanz. Der Coach gibt dir eine Aufgabe, eine Hausaufgabe, die dich 20.000 Euro kosten wird. Nur um mit 20 Leuten von der Zielgruppe, deiner potenziellen Zielgruppe, und zu dem Zeitpunkt weißt du immer noch nicht, ob das wirklich die richtige Zielgruppe für dich ist, mal gesprochen zu haben. Du bist IT-Experte, du bist 200 Euro die Stunde wert, mein Lieber. Und jetzt bezahlst du 7.000 Euro für ein Coaching, welches du reinfütterst, mit aufbaust, der dir dann einen Auftrag gibt, der dich wiederum 20.000 zusätzlich kostet, damit du dann mit 20 Leuten gesprochen hast, eventuell feststellst, ist doch nicht so ganz meine Zielgruppe, oder reicht doch noch nicht ganz, oder nach 8 Wochen, ich habe jetzt erst mit, den Fall hatte ich letztens mal auch in so einem Call, ich habe erst mit 8 Personen gesprochen. Wie kann ich das beschleunigen? Ja, indem du vielleicht Leute suchst, die das viel besser können wie du. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Indem du vielleicht Leute suchst, die vielleicht schon Kontakte haben zu deiner Zielgruppe, die vielleicht schon 150 IT-Leiter mit Durchwahl und Handynummer und so weiter, die vielleicht schon sogar darauf warten, mit jemandem mit dir zu sprechen. Ich kann das, was du hier versuchst zu machen, wo du hier 30.000 Euro oder mehr investierst, um dich mit Dingen aufzuhalten, die überhaupt nicht zu deiner Kernkompetenz gehören, die du auch, ich nehme mal an, du bist fortgeschrittenen Alters, wenn du IT-Experte bist, also du hast einen absoluten Expertenlevel, dann nehme ich mal an, bist du zwischen 30 und 40 Jahre oder älter, ja, meinetwegen 35 oder meinetwegen auch Ende 20. Es gibt auch wirklich, ich weiß, es gibt welche, die sind sehr, sehr gut, sehr schnell, aber es ist nicht deine Aufgabe, Top-Buchhalter zu werden, Top-Controller, Top-Vertriebler, Top-Marketer, Top-Einkäufer, Top-Logistiker, was weiß ich noch, Top-Designer. Das kannst du alles machen, wenn du mal Cash 20 Mio auf dem Konto hast, die dir im Monat 20.000 Euro Dividende geben. Dann kannst du machen mit deinem Leben, was du willst. Dann kannst du auch häkeln lernen und kochen und surfen und was weiß ich alles. Aber du bist ja aktuell quasi, dein Statuslevel ist ja da unten. Du kriegst unter 100 Euro bezahlt für deine ganze Zeit. Und das schon seit 10 Jahren wahrscheinlich. Deswegen bist du auch jetzt immer noch in diesem Video und schaust zu. It is not the time to waste your time. Ja, mit häkeln und mit Vertrieb und mit Marketing und mit Social Selling und mit was weiß ich allem und butterst da rein Zeit, Geld und Energie. Ja? Ruckzuck, dann bist du uralt, 60 Jahre und hast nichts erreicht. Hier. Geld, Zeit und Energie. Egal wie alt du bist, egal wie erfolgreich, egal wie reich, egal wie viel Geld du hast oder nicht. Wir alle haben nur Zeit, Geld und Energie. Und glaub mir, desto älter du wirst, desto mehr spürst du das. Und das ist exponentiell die Kurve, wo du das mehr stärker spürst. Bei mir aktuell, für mich, eine Woche vergeht bei mir gefühlt eine ganze Woche, das ist 7 mal 24 Stunden, vergeht bei mir aktuell gefühlt wie 4 Stunden. Ich verbringe meine Zeit nur mit den Dingen, die auch mein aktueller Stundenlohn wert sind. Ja? Und mein Stundensatz ist auch ungefähr auf diesem Expertenlevel, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin. Ja? Recht viel höher ist schwierig, ja? Wenn du quasi ein ehrlicher Kaufmann bist, mit hanseatischer Kaufmannsehre. Ja? Ja, Unternehmertum ist nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Ja? Eine Mio im Jahr zu machen, ist auch nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. So ein Online-Coaching-Programm, One-to-Many, skalieren, ist nur deswegen relativ einfach, weil du Leuten einfach
Hoffnung verkaufst, ja, Gefühle, Emotionen. Wenn du ein richtig gutes Marketing hast, ja, dann kriegst du da eine Menge Experten rein, die quasi für dich das ganze Programm nach oben ziehen. Und du bist dann, wenn du dieses Video noch schaust, einer von diesen Experten oder ein Mitbewerber oder ein Programminhaber oder ein Hater oder sonst irgendwas. Aber ich spreche jetzt zu meinen IT-Experten. Ja? Such dir die richtigen Partner, such dir die richtigen Leute, um zu delegieren. Das können Leute wie ich sein, mit Zielgruppenbesitz. Ja? Wo ich quasi, ich habe teilweise Aufträge von großen Systemhäusern, da kommt ein Vertriebler zu mir und sagt, hey du, ich habe hier 30 Firmen, 30 Kontakte, ich komme da schon seit Tagen nicht durch. Und ich sage, okay, gib mir mal die Liste. Ja, in 4 Stunden habe ich mit jedem dieser Personen einmal gesprochen. Ja, gewusst wie, weil ich das Tag und Nacht seit Jahren, seit Jahrzehnten mache. Ja, das kann ich, selbst wenn du mir 10.000 Euro am Tag bezahlst und setzt mir da 3 Vertriebler hin, ich soll das denen beibringen, werde ich das auch denen in einer Woche nicht beibringen können. Deswegen sind auch diese ganzen hochpreisigen Seminare und die nur 1, 2, 3 Tage gehen oder nur wenige Stunden oder Verkaufstrainings eigentlich Banane, ja, weil da sind so viele kleine Zahnrädchen, Bausteine drinnen, ja, so präzise, so schnell, so effizient Kundenakquise zu machen. Und ich sage nichts gegen Social Selling. Ich nutze ja LinkedIn wie meine Luftmatratze, also wie mein, ja, also quasi ich atme ja LinkedIn und Social Media auch, ja, also letztendlich ich nutze das Internet, ja, stell dir vor, ja, wir machen auch viel mit E-Mail und Telefon, aber wir machen auch viel mit Internet, ja, logisch, was denn sonst? Wenn ich arbeite, ich habe 3 Bildschirme und 27 Browserfenster offen. Das war leicht untertrieben. Das geht schon in Richtung 50 oder 70 Browserfenster. Ja. Okay, ich denke, das war es jetzt soweit mit dem Video. Jetzt bin ich schon leicht ein bisschen in Schwitzen gekommen. Unterschätz mal nicht, verkauf dich nicht unter Wert. Und das ist halt einfach das, was ich dir abschließend noch geben möchte als Tipp. Wie gesagt, dieses Video ist, nochmal, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum 12. Mal. Dieses Video ist für IT-Experten, die Solopreneure sind, Freelancer, die da draußen quasi unter Wert bezahlt werden. In der Regel unter 100 Euro. 100 Euro Stundensatz ist so die magische Grenze da draußen, ja. Für die ganzen Personalvermittler, Recruiter und was es alles gibt. Völlig egal. Und selbst wenn du der absolute Superguru bist, du kriegst einfach nicht mehr wie 100 Euro. Ja, ist ganz komisch, aber es ist halt einfach so. Häufig ist es ja so, dass quasi dem Recruiter durchaus über 100 Euro gezahlt werden. 120, 130 oder sowas oder 150 vielleicht sogar. Aber bei dir kommen halt nur 90 an. Ja, das ist ja das andere. Und das pro Stunde. Also pro Stunde gibst du 20, 30 Euro, also ein Mittagessen pro Stunde an deinen Recruiter-Agency ab, damit er dir einmal einen Auftrag gegeben hat für 6 Monate vielleicht. Ja? Und das ist dir bewusst, das weißt du. Und deswegen gehst du in so ein Coaching-Programm. Und das ist auch super geil. Wenn du nicht schon dieser Experte wärst, wenn du dieser Experte bist, dann musst du zu Leuten wie mir kommen, weil ich dich individuell 1:1, ja, coache, ja, und dir dann auch operativ Neukunden bringe. Wir gehen dann gemeinsam in den Call rein, ja, und üben das und du lernst also letztendlich auch ein bisschen, ja, schon wieder durch die Zeit? Ja. Ah, okay, dann komme ich, sorry, okay, alles klar. Ja. Also, wenn dich dieses Video irgendwie angesprochen hat, auf irgendeine Art und Weise, dann Daumen hoch, Kommentar, kommentier gerne, wenn es nicht unbedingt ein Hater ist. Ansonsten sehen wir uns auf der anderen Seite. Hol deinen Termin mit mir und ich freue mich auf dich. Ansonsten alles, alles Gute, dein Thomas Klein. Bye, bye.